So Männer, wir haben gerade über rechts trainiert, dann haben wir separat über links trainiert. Jetzt sind wir direkt beide Seiten, ist also richtig spielnah. Hier spielen wir den ersten Ball auf den Neuner, dann kommt der Zehner wieder, dann spielen wir über die rechte Seite und nachher spielen wir hier über Nils über die linke Seite weiter. Hannes fängt an, Sechser dribbelt an und wieder. Neuner kommt kurz, anspielen, Daniel kurz korrigieren. So, okay, kurz stoppen, Ehren wieder, dann wieder. Der Neuner fängt wieder an, ist in dem Fall dann Miguel. Geh wieder ein bisschen rein, geh wieder ein bisschen rein, geh wieder ein bisschen rein. Das ist deine Position. Okay, und komm. Tack, tack, tack. Erst wieder reinkommen. Ne? Zwei, drei Mal muss man ein Gefühl für so eine Sache kommen. Rechts, links, rechts, links. Anspielen. Tack. Okay, halt fest. Die Sache ist immer die, warum machen wir die Übung eigentlich? Fakt ist einfach, Neuner und Zehner sind immer gegenläufig. Das heißt, wenn du kommst, bleibst du weg und nachher umgekehrt. Das heißt, wenn du ein bisschen nach vorne kommst, komm mal zwei, drei Meter nach vorne. Der Sinn ist jetzt, dass ein Innenverteidiger mit dir mitgehen soll. So. Und wenn du dann angespielt hast, spiel ihn mal an. Zack, du bleibst weg, gehst aber auch schon aus dem Deckungsschatten raus. Spiel ihn mal an jetzt, Lars. So, und jetzt, genau, warte, warte. Und das ist genau das Entscheidende. Wenn du jetzt den Ball anspielst, dann kannst du abspielst auf den Siebener, kannst du nicht halt so dahin gehen. Das ist das einzige richtig Dynamische. Abspielen, anspielen und dann zwei, drei Meter ganz schnell weg. Und dann musst du schon wieder reinkommen. Ja? Also Balltempo ist gut, aber jetzt diese Aktion, wenn du den Ball abgespielt hast, Extraarbeit zu machen, Drecksarbeit zu machen, den Gegenspieler wirklich zu beschäftigen, das kannst du nur mit ein, zwei Meter wegzünden. Ein, zwei Meter kurz abbauen. Das will ich nochmal sehen. Ja? Und ihr auch alle bereit. Also wenn ihr den Ball abgespielt habt, dann ein, zwei Meter nochmal Extraarbeit. Das müssen wir sehen. Es laufen lassen. Qualität. Eins, zwei, rausspielen. Passschärfe, der Neuner, Zehner bewegen sich gut. Immer den Blick zum Ball. Und komm. Tack, tack. Gut, wieder Raum schaffen. Ball angucken, Lars. Und dann bist du wieder dabei, Junge. Eins. Daniel, wegbleiben wieder. Raum schaffen, gut. Okay, Ehren, jetzt lassen wir mal drei, vier Mal, ohne dass ihr beiden Sechser groß Pause macht, drei, vier Mal rechts und links. Das heißt für euch richtig Laufarbeit und Konzentrationsarbeit. Dass einmal so endlos immer wieder weitergeht. Das heißt, der Sechser macht jetzt kaum Pause. Für euch beide natürlich habt ihr jetzt drei, vier schnelle Aktionen. Aber die könnt ihr im Spiel vielleicht auch mal kriegen. Warte. Jetzt müssen aber, Balltempo muss gut sein. Lauftempo muss gut sein. Laufwege, Abstimmung muss gut sein. Raum schaffen, Raum wieder eng machen muss gut sein. Und ihr müsst natürlich alle unheimlich da sein. Vier, fünf Mal ohne große Pause da. Okay, gucken wir mal. Eins, zwei, tack, tack. Okay, und direkt weiter, Sechser. Oh gut. Neuner jetzt, Neuner und Zehner, die beiden falschen Neuner-Spieler, gegenläufige Bewegung. Und jetzt müsst ihr Drecksarbeit machen, weil die Mittelfeldspieler versuchen, wieder den neuen Angriff zu starten. Und wieder, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ja, gut, Lars. Und wegbleiben, Raum reinkriegen. Bisschen mehr in den Vorraum spielen, Daniel. Nicht zu weit hier, quer. Quer ist einfach zu verteidigen. Gut. Zweimal noch, zweimal Qualität noch. Komm mal, komm mal. Komm. Und laute Sprache, ihr seid dran, ich rede jetzt nicht. Coaching, Coaching, laut, laut. Okay. Ja, ja. Noch lauter. Ja. Ja. Ja, Daniel. Und noch einmal, komm, mit Coaching, mit Coaching. Wegbleiben, komm raus, Miguel, komm raus. Okay, danke. Klasse gemacht, gut, sehr gut.